Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und zwar schon zum zweiten Tutorial hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, dass das jetzt vom Ton her ein wenig lauter ist. Im letzten war es ein bisschen zu leise. Ich benutze aber jetzt eine andere Technik, den Ton aufzunehmen. Von daher hoffe ich, dass das Ganze jetzt mittlerweile für sämtliche Videos passen wird. Auch von der Qualität. Aber wie denn auch sei, hier in der zweiten Folge habe ich gedacht, stelle ich euch mal was ganz Praktisches vor. Und zwar stelle ich euch heute die 10 Minuten Mail vor. Ja, ihr kennt das sicher, man will etwas downloaden. Ne? Aber das Problem ist, man braucht unbedingt einen Account. Oder ist ja egal, man muss ja nicht unbedingt was downloaden, aber es gibt dann immer das Problem, man braucht vielleicht einen Account, um das nutzen zu können, aber man weiß eigentlich, jo, eigentlich brauche ich da jetzt nicht zwingend einen Account, das reicht eigentlich aus, wenn ich immer ja mal schnell einen Account jedes Mal erstellen würde, neu, so mit einer Fake-E-Mail, wäre eigentlich sinnvoller, brauche ich jetzt nicht jedes Mal einen Account, wo ich E-Mails kriege, die ich irgendwie nervig abbestellen muss und deswegen kommen wir jetzt mal hier zu der Lösung, und zwar zu der 10-Minuten-Mail. Da kriegt man nämlich eine Mail generiert, die ihr ja 10 Minuten lang nutzen könnt. Ihr könnt die auch jederzeit wieder neu benutzen. Wir rufen jetzt mal hier ein bisschen was auf. Und ihr habt halt auch ein Postfach und könnt ihr halt auch, wenn ihr sagt, ich brauche noch 10 Minuten, könnt ihr die halt benutzen. Also quasi einfach verlängern per Klick. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu der ersten Seite, wo ihr eigentlich einen Account braucht. Und das ist mega.nz. Benutzen manche Share-File-Plattformen, so Download für hauptsächlich gecrackte Sachen, wie zum Beispiel cracked-games.org und ja, genau die Seite. Die benutzt das sehr viel und ja, ne? Zum Beispiel hier suchen wir uns jetzt mal hier was raus, so, dann scrollt man sich hier durch. Oh ja, oh, wir sind jetzt hier ein interessierter Nutzer. Ah ja, hier im Archiv. Gucken wir mal hier auf der Seite ein bisschen rum. Ja. Gucken wir mal hier ein bisschen rum. Jo, was haben wir hier? Vielleicht finden wir da jetzt mal was Spannendes. Ach, das sieht doch ganz spannend aus. Klicken wir drauf. Oh, dann mal hier ein bisschen runterscrollen. Aha, Video, alles Mögliche. Hier, was das Ding braucht. Und dann halt hier den Download-Link. Hier zum Beispiel von mega.mz. So, dann klicken wir da drauf. Warten hier diesen 30-Sekunden-Timer ab. Und ja, dann geht's weiter. Übrigens, alle Links, auch cracketgames.org, hat zwar jetzt nichts direkt mit diesem Video zu tun, aber ist übrigens, wenn ihr mal Spiele testen wollt, wo ihr euch jetzt nicht sicher seid, will ich dafür Geld ausgeben, könnt ihr zumindest, was Singleplayer angeht, teilweise auch Multiplayer, wie bei Counter-Strike, könnt ihr euch da kostenlose Spiele ziehen. Ein bisschen cracken ist da ein bisschen Arbeit, aber ja, könnt ihr euch vielleicht auch mal angucken. Ist direkt der zweite Link, ganz oben halt die 10 Minuten. Nur mal so nebenbei gesagt. So, jetzt wollen wir das Ganze downloaden. Nervig. Machen wir das mal aus. Mensch, schon laut. Genau. Scheiße. Ich habe natürlich hier schon was installiert. Ja, okay, das können wir jetzt, glaube ich, gar nicht richtig zeigen, weil ich ja dieses Tool, dieses Programm schon auf meinen Rechner installiert habe. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Nee, der öffnet mir direkt hier dieses Fenster. Na gut, normalerweise habt ihr das nicht und dann könnt ihr das normalerweise auch in eurem Browser downloaden. Aber in dem Fall habe ich das halt leider, weil ich halt nicht jedes Mal diese Probleme haben will. Aber normalerweise meldet ihr euch an, dann melden wir uns jetzt mal hier manuell an, geben hier irgendwas an. So, Namen hier, zack, zack. Einfach nur, damit es funktioniert. Ist ja scheißegal, am Ende brauchen wir die Daten hier eh nicht mehr für. So, ihr seht ja auch, könnt ihr immer mal wieder erweitern, verlängern. Ist ja ganz, alles ganz praktisch. Könnt ihr auch Copy and Paste und schnell in die Zwischenablage holen. So, legt irgendein Passwort fest. Zack, 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 zack. Hier.
Übrigens, ihr seht ja bei meinem Aufnahmeprogramm, was für Tasten ich drücke. Von daher seht ihr sogar, was für ein Passwort ich eingebe. Auch ganz witzig. Obwohl das Passwort zensiert ist, seht ihr das trotzdem. Wenn ihr da oben mal auf dem Bildschirm guckt, da seht ihr immer die Buchstaben aufblitzen. Finde ich ein ganz cooles Feature. Auch, dass meine Maus, für die Leute, die denken, Alter, was hat der immer für eine dicke Maus? Die ist ja immer übelst groß. Die ist nicht so wirklich groß. Die hat eine normale Größe. Nur für die Videos wird die extra dick gemacht. Und schön hervorgehoben, damit die alles erkennt. Das ist einfach nur für die Videos. Normalerweise ist die ganze 200% kleiner. Ich habe die aber zweimal größer gemacht für die Videos. Genau wie die Anzeige da oben. Die sehe ich so selber nicht. Aber egal. Hier seht ihr jetzt das Postfach. Ihr seht, ihr bekommt ganz normal hier die ganzen Mails rein. Ihr habt also dann auch die Möglichkeiten, ja, eure E-Mail ganz normal zu bestätigen. Und dann seht ihr, einwandfrei, easy peasy, könnt ihr bestätigen. So, dann gebt ihr nochmal schnell das Passwort ein. Zack, zack, zack. Drücken wir hier drauf. So, hier, free account schnell, zack. Ja, und schon habt ihr die Möglichkeit, den Dienst für 10 Minuten zu nutzen. Könnt ihr jederzeit noch ein paar Minuten länger, falls ihr jetzt nun so, sagen wir mal, so eine, ihr habt jetzt eine 16.000er Leitung, die vielleicht jetzt nicht so schnell ist oder so. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine 100.000er Leitung, so wie ich habe, dann geht das ja vielleicht nicht so schnell und dann braucht er ein bisschen länger. Aber ist ja egal. Wie gesagt, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf den Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Mit raus. Ciao, Leute.